Ein Kornfeld im Frühling. Zu dieser Jahreszeit finden Feldhamster jede Menge frisches Futter. Auch Mohnblüten zählen dazu. Aber die Hamstermutter denkt nicht nur an sich. Sie hat Junge zu versorgen. Geschickt, dass sie immer einen Vorratsbehälter dabei hat, den sie füllen kann. Sie hamstert Proviant für den Nachwuchs und stopft sich damit die Backentaschen voll. Zurück im Bau leert sie ihre Hamsterbacken und die Kleinen bedienen sich am Buffet. Das eigentliche Hamstern beginnt im Spätsommer, wenn das Korn reif ist. Früher waren Feldhamster als Getreidediebe gefürchtet. Heute lassen moderne Erntemaschinen nur wenig übrig für die Nagetiere. Trotzdem lohnt sich die Nachlese für den Hamster. Er stopft sich die Backentaschen voll und legt in seinem unterirdischen Bau einen Getreidevorrat an. Während des Winterschlafs wird er zwar kaum angetastet, aber im Frühling dauert es ja noch einige Zeit, bis auf dem Acker wieder etwas wächst. So lange leben die Hamster von ihren Vorräten. Sind die Felder wieder grün, steigen Feldhamster gerne von der Körnerkost auf Frisches um. Dann stehen sogar Vogeleier auf ihrem Speiseplan.